Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Wir stehen vor Cambridge, welches wir in der letzten Folge entdeckt haben. Und es gab hier eine ziemlich ordentliche Straßenschlacht, möchte man sagen. Und wir haben im Zuge dessen dann auch das Polizeihauptrevier, oder das Polizeirevier schon, da ist auf dem Kompass unten in dieser Richtung, ist es schon markiert, haben wir auch gefunden und die Stählerne Bruderschaft kennengelernt. Uns ja mehr oder weniger angeschlossen auch. Zumindest wollen wir ihnen jetzt helfen. Und ja, jetzt bin ich erstmal dabei, Cambridge weiter zu untersuchen. Okay, unter der Markise komme ich nicht. So komme ich hier ran. Aber der da ist auch mal wieder nicht lootbar. Und auf die Feuerleiter da scheine ich auch nicht zu kommen. Na gut, schauen wir uns weiter um. Ich gehe jetzt mal um diesen Häuserblock hier rum. Das Ganze soll ja irgendwie mehr oder weniger systematisch ablaufen, damit ich alles irgendwie mal sehe. So, und hier können wir auf jeden Fall rein. Die Gelegenheit nutzen wir dann natürlich. Oh, da liegt einer. Da liegt auch ein Raider. Hier. Ja, dann gib mir doch direkt mal dein ganzes Zeug. So habe ich das doch gern. Was haben wir hier? Zeitung. Ich könnte auch eigentlich mal irgendwo warten, bis es bis es wieder hell ist, weil ich eigentlich die Sache, die Orte lieber im Hellen absuche. Ich habe das Gefühl, dann doch noch ein bisschen mehr zu sehen als jetzt so im Dunkeln. Verbrannte Magazine, Schachtel Zigaretten. Ich weiß gar nicht genau, wofür man die verbrannten Magazine mitnehmen sollte, könnte. Aber natürlich nehme ich sie einfach mit. Könnte ich eigentlich mal nachgucken, ob die irgendwelches Material liefern oder so? Keine Ahnung. Aber ist ja eigentlich auch egal. Ich nehme einfach alles mit. Schönen guten Tag, die Dame. Darf ich mir mal den Besen leihen und die Impro-Revolver-Pistole? So, dann kommen wir tatsächlich auch schon nach oben. Schon mal die nächste Etage, da liegt auch jemand. Na, wohl auch beim Zeitunglesen überrascht worden. Hör auf, dich zu bewegen und vor allem mich anzugucken. Die bewegen sich dann immer auf mich zu und gucken mich vorwurfsvoll an, habe ich das Gefühl. Oh, da ist noch ein Kaffeebecher. Und weiter nach oben. Ah, hier komme ich sogar. Hier könnte ich sogar nach draußen hüpfen, oder? Oder? Geht das nicht? Na. So. Auch nicht. Nee, durch das Fenster. Ach. Ich könnte auch die Tür nehmen. Ich könnte auch die Tür nehmen. Das wäre vielleicht einfacher. Aber warum einfach, wenn man es auch kompliziert versuchen kann? Erstmal kompliziert versuchen. Das sieht irgendwie aus. Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie nach Psychotherapie aus oder so. Wobei ich euch aus Erfahrung sagen kann, dass man da nicht auf einer Couch liegt. Also, nicht zwangsläufig. Ich glaube, das ist einfach so ein Klischee mit der Couch. Aber, ja, es ist nicht zwangsläufig, dass man da auf einer Couch liegt. Zwei Wecker direkt hier drin. Ach, schade, der sitzt auch nur da. Ich wollte es gerade selbst ausprobieren, tatsächlich. Ob man sich dann so schön gemütlich hinlegt, aber nein. Man setzt sich nur drauf, ist ja doof. Ist ja langweilig. Den Ordner kann ich noch mitnehmen. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Dann versuchen wir mal die Tür zu knacken. Verbessertes Schloss direkt. Dabei ist hier drin noch nichts Interessantes. Also ich nehme an, es ist interessanter für jemanden von draußen reinzukommen, als von drinnen
raus. Das wär's. Du bist ziemlich geschickt mit einer Haarklammer. Ja, bin ich. Direkt mal einen Blick in die Umgebung werfen. Scheint aber nichts Außergewöhnliches los zu sein. Ja, also ich hätte halt auch von hier draußen dann reinkommen können. Das ist natürlich, boah, nicht sehr spannend. Linsenstativ. Chemiekram quasi. So, dann gehen wir wieder rein. Ja, weiter nach oben ging's nicht. Jetzt gehen wir wieder unten raus. Resten aus dem Weg. Geh aus dem Weg, Kollege. So, dann geht's hier weiter. Die Herrschaften hier hatten wir, glaube ich, alle schon so weit geplündert. Dann komme ich auch gleich wieder an dem Hundenapf vorbei, wo der Hex sich schon beschwert hat, dass ich den noch nicht mitgenommen habe. Aber ich war ja beim letzten Mal erstmal nur dabei, die Leichen zu plündern, bevor die irgendwann verschwinden. Und dann habe ich hier auf den Hundenapf geguckt und habe ihn nicht mitgenommen. Oh mein Gott! Hier ist tatsächlich eine kleine Brücke. Das ist auch ziemlich cool. Ja, gucken wir mal, ob wir da hoch können. Und hier ist nichts. So, dann gehen wir hier rein. Und schauen wir, ob wir da hochkommen irgendwie. Oh! Ah! Okay, ja, ja. Okay, okay. Habe ich es mal wieder hier... Hat mich aber nicht erwischt, oder? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Autsch, das hätte schief gehen können. Böse Falle. Böse, böse Falle. Verbranntes Wirtschafts... Geh aus dem Weg, Alter! Du stehst mal übelst im Weg. Boah, jetzt schiebt der mich auch noch. Schiebung! Alles nichts wirklich Spannendes hier. Mehr so Kleinkram. Da ist nichts drin. Da auch nicht. War wahrscheinlich mal ein kleiner Laden hier. So ein Tante-Emma-Laden. Moment mal, bist du schon tot? Ja, du bist tot. Aber habe ich dich getötet? Ich glaube nämlich nicht. Oh, du hängst fest. Diese ganzen Lifestyle-Magazine hier. Ist ein Magazinhändler oder was? Was? Hier war doch gerade noch eins da. Wie gesagt, keine Ahnung, was die mir. Oh, ein Modemagazin war auch mal dazwischen. Es gibt nicht nur Lifestyle und Wirtschaft, es gibt auch Mode. Keine Ahnung, was konkret die mir jetzt bringen, aber natürlich wird trotzdem alles mitgenommen. So, hier in der Mitte noch irgendwas. Da ist was. Modemagazin wieder, verbranntes. Das Regal hier ist umgefallen. Und in diesem Regal haben wir nichts. Doch, da. Ach nee, davor, auf dem Boden. Ach ja, auf dem Boden muss ich ja auch gucken. Meine Güte. Ist das anstrengend. Zeitungen. Okay, haben wir es jetzt? Ich glaube schon.
Hier sind wir schon wieder auf der Rückseite vom Gebäude. Coca-Cola-Automat. Leider leer. Was ist das hier? So, dann jetzt mal nach oben. Ja, nach oben. Ist das sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Ja, ich bin mir im Einzelnen nicht immer sicher, dass sich das lohnt. Oh, Rakete. Da, Rakete. Kampfflinte. Haarklammern, sehr schön. Haarklammern kann ich gut gebrauchen. Da haben wir wieder Zeitungen. Kann ich es da runterschieben? Ja, nein, ich kann nur selber runterfallen. So, hier ist die Brücke darüber. Ich glaube, es wird sogar langsam wieder hell. Was mir natürlich immer gut gefällt. Klebeband, Ventilator, Globus. Alles wird mitgenommen. Ein schmutziger Aschenbecher sogar. Normalerweise finden wir Aschenbecher, jetzt war es sogar ein schmutziger Aschenbecher. Ich glaube ja nicht, dass die anderen Aschenbecher, die wir bisher so gefunden haben, besonders sauber waren. So, hier geht's rüber. Da haben wir noch eine Munitionskiste und eine Waffe. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie viele Leute hier mal gelebt haben. Und dann geht's nach hier oben. Da ist aber keiner mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Oh, ist aber schön eingerichtet hier. Da geht's mal noch weiter. Ach, könnte sein, dass der Preston hier beim letzten Mal lang gelatscht ist. Gut, eigentlich sind wir noch dabei, die andere Seite da drüben zu untersuchen. Das ist jetzt so ein kleiner Exkurs hier, den ich ausnahmsweise mal mache. Nuka-Cola! Und Kronkorken. 16 Stück immerhin. Was trinkst du denn da? Hey, wo hast du das Getränk her? Du könntest mich ruhig mal auf eins einladen. Ich bin schließlich dein General. Schadet nicht, sich da einzuschmeicheln. Einzuschleimen. Holzblock. Was? Holzblock I und D? Okay. Ah, Korvega. Das erkennt man. So, geh ich mal wieder zurück hier rüber. Dann erstmal weiter hier drumherum. Die Häuser. Oh, Licht kann ich wieder ausmachen, glaube ich. So, und hier haben wir eine Feuertreppe, die allerdings nicht allzu weit führt. Und da komme ich auch gar nicht drauf. Die führt nämlich gar nicht bis nach unten. Die kommt nirgendwo an den Boden. Das ist natürlich sinnvoll. So, hier war nix. Da waren wir schon. Noch ein Nuka-Cola-Automat. Auch nichts drin, leider. Aber im Zigarettenautomaten haben wir immerhin noch Zigaretten. Dann haben wir hier ein kleines Trümmerfeld. Oh, auf der Matratze kann ich nicht schlafen, wie es aussieht. Oh, was ist das da vorne? Das Gelbe. Mal kurz gucken gehen. Ach, das ist wieder ein Aufzug hier. Das ist wieder ein
Aufzug. Sind da oben... War ich da oben schon mal? Sind da wieder Gunner am Start? Weiß ich jetzt nicht. Ich ja mal kurz... vielleicht nicht unbedingt mit dem Schwert. Mal die Kampfflinte. Gehen wir mal vorsichtig gucken. Vor allem haben wir von da oben aus auch eine schönere Aussicht. Hier scheint niemand zu sein. Boah, boah! Jetzt sehen wir mal, wie riesig das ist hier. Verdammt! Aber ein guter Überblick, das gefällt mir. So, von da vorne aus sind wir gekommen. Bis dahin haben wir gerade diesen Block hier vorne untersucht. Was ist das denn? Das sieht auch komisch aus da auf dem Dach. Um den Block da drüben sind wir einmal drum rumgelaufen, aber das geht ja ewig weiter da hinten. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da ist ein hohes Gebäude. Das da könnte eine Kirche sein oder sowas. Ich weiß es nicht. Da ist eine Red Rocket Station auf jeden Fall noch. Vorne ist irgendwie... Nein! Nicht runterfallen! Kollege, mach doch sowas nicht! Da vorne ist auch ein kleines... Also da ist noch ein einzelnes Häuslein. Da ist noch irgendwie Ruine. Oh Mann! Das wird ja dauern, bis ich das alles untersucht habe. Ach du Scheiße! Ja, dann kann ich immer wieder nach hier oben kommen und mir das von oben anschauen. Ach krass. Großer Ort. Ist ja noch größer als Concord. Vor allem, wenn das da hinten überall noch weitergeht. Alter! Kann ich mich ja ewig aufhalten hier. Also die nächsten 20 Folgen heißen dann alle irgendwie Cambridge durchsuchen oder so. Hey! Hallo! Hallo! Power-Rüstung, was tust du hier? Was? Hä? Ach so, ist hier wieder irgendwas abgestürzt? Ist das eine Turbine von irgendwas? Ja, ich sehe schon. Hier. Da ist schon wieder ein, wie heißen die Dinger? Vertibird? Abgestürzt, wie es aussieht? Komme ich da noch irgendwie rein oder breche ich mir das Genick, wenn ich hier drauf rumturne? Ach cool, mal wieder eine Powerrüstung gefunden. Die stehen aber auch wirklich einfach so in der Gegend rum, ne? Massenweise, quasi. So, und hier geht's weiter bis da vorne hin, glaube ich. Dann ist da aber auch schon Ende, oder? Ende im Gelände, genau. Es sei denn natürlich, man kann über die Träger hier... Man könnte über den Träger darüber hüpfen. Ah, das geht. Hier kommt man also noch ein Stück weiter. Da vorne ist noch ein LKW. Was? Wie bist du denn jetzt hier rübergekommen? Ich dachte, du springst nicht. Aber das finde ich witzig. Du gehst irgendwie 3 Meter und findest schon wieder eine Powerrüstung. Das ist echt... Was? Grey Garden? Was? Ich wollte hier nichts entdecken. Huh, was ist das da unten? Hey, da sind Handys. Mr. Handys, ganz viele sogar. Da sind 1, 2, 3, 4, 5. Ah, die machen hier... Da, die Felder werden da bestellt quasi. Das ist ein Gewächshaus. Ach, wie schön. Ist ja cool. Ja, man muss nur mal ein Stück der Autobahn folgen. Und hier könnte ich theoretisch runterfallen, da drüben. Was ist das? Militärfrequenz verloren. Ja, ist nicht so schlimm. So, da ist auch noch ein Haus. Da drüben ist irgendwas. Was ist das denn? Das Orangene da hinten. Oh, ist alles so spannend. Alles so spannend. Verdammt. Verdammt nochmal. Ich muss mich überall noch umgucken. Oh mein Gott. Eigentlich wollte ich nur bis zu dem LKW hier und gucken, ob da irgendwas drin ist, was interessant ist. So, ich muss mir auch merken, ne, von wegen Powerrüstung da drüben, dass ich die mitnehme, wenn ich das nächste Mal nach Sanctuary reise. So, und jetzt am besten hier wieder... Ah, nicht nach unten gucken. Hüpf. So, jetzt mal gucken, wie der Preston... Wie kommst du denn hier rüber, Junge? Jetzt bleibt er da stehen. Wenn ich gucke, bleibt er stehen. Dann traut er sich nicht. Nee, der hüpft nicht. Wie ist er denn eben hinter mir hergekommen? Wie ist er denn da rübergekommen, wenn er nicht springt? Ja, bleib halt doch stehen.
Ich habe dir sowieso gerade kein Zeug gegeben. Dann kannst du von mir aus da stehen bleiben, bis du schwarz wirst. Ist hier irgendwas drin? Nee, auch nicht. Und da haben wir, ja, Corvega halt wieder. Da sind wir doch schon gewesen. Wo sind denn die... Irgendwo hinter Corvega waren doch die Chelbert Brothers. War das eine andere Richtung? Ach, das ist da drüben, glaube ich. Das da. Das da sind glaube ich, die Chelbert Brothers. So, und hier würde ich auch wieder runterfallen. Und da kann ich auch nicht so einfach rüberspringen. Nun gut. Also, für alle, die es vielleicht noch nicht gefunden haben, hier steht eine Powerrüstung. Einfach mal so auf der Brücke rum. Die könnte ich ja zumindest schon mal ein Stück weiter darüber holen, oder? Aber das zieht mir dann wieder den Fusionskern leer. Ich möchte eigentlich die Fusionskerne ein bisschen schonen. Lass mich mal gucken, was das für einer. 100 von 100, ist ja super. Das ist eine komplette T45er. Krass. Schöne Sache, das. Aber wie verhindere ich, dass ich den... Ah, jetzt bräuchte ich den Preston mal. Steht der noch immer da hinten? Wo ist der doof? Wenn ich dem jetzt meine Fusionskerne gebe, denn angeblich kann ich ja die Rüstung auch ohne Fusionskern benutzen. Oh, wo ist denn der doof jetzt? Ach, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hier Powerrüstung und so weiter. Die nehme ich dann irgendwann auch wieder mit nach Sanctuary. Ich glaube, da müsste ich jetzt schon, ich weiß gar nicht, 5 oder 6 davon haben. Coole Sache, das. Ist mein Aufzug... Wo ist mein Aufzug? Sag mir jetzt nicht, mein Aufzug ist nach unten gefahren. Nein. Alter. Preston, hol mal den Aufzug. Geh mal da unten hin. Hey. Ich bin ganz Ohr. Geh dorthin. Bin dabei, General. Ach ja? Ach, hier ist auch ein Knopf. Ha! Okay, hat sie erledigt, ist okay. Wäre auch eine blöde Konstruktion, ehrlich gesagt, wenn das nur in einer Richtung... Ach, du doof. Komm her. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Ach, mach was du willst. So, lass mich mal da runter. Preston. Vielleicht sollte ich doch lieber wieder den Hund mitnehmen. So. Jetzt machen wir mal weiter hier in der City. Aber coole Sache das. Gehst du einfach mal da hoch, denkst du, hey, Überblick verschaffen und so. Zack, Powerrüstung. Davon stehen so viele in der Gegend rum, ist echt krass. Eiskühler. Na, hier haben wir noch einen Mülleimer, aber leider leer. Okay, und dann sind wir auch um diesen Block schon drumherum. Ja, wunderbar. Dann gehen wir mal weiter ins Innere der City. Huch. Achso, du bist aber schon geplündert. So, was haben wir hier? Ich habe gerade schon wieder... Ich erinnere mich an das eine... an das Kino. Und habe die Befürchtung, dass hier irgendwelche Bomben sind, mal wieder. Irgendwelche Minen, die ja auch hier überall auf der Straße rumlagen. Oh, was ist das? Rennstreckenwerbung. Der Oktoberklassiker, Sonntag, 31. Oktober 2077, also quasi Halloween, im Easy City Downs, präsentiert von Kaufhaus Fallons in Zusammenarbeit mit dem Jockey Club Boston. 3 Weltklasse-Rennen, Preisgelder von insgesamt $450.000. Aha, also Pferderennen scheinbar. Kein Autorennen. Wenn es ein Jockey-Club war, werden das wohl Pferderennen sein, um die es da ging. Was ist das? Jamaika, was? Die Schätze von Jamaika Plain, 17. bis 23. Oktober 2077, täglich von 8 bis 17 Uhr. Bewundern Sie die großartigen Schätze von Jamaika Plain.
Diese ungewöhnliche Ausstellung ist nur eine Woche geöffnet. Dann werden die unbezahlbaren Ausstellungsstücke für alle Zeiten eingelagert. Erleben Sie dieses einzigartige Ereignis mit Ihrer ganzen Familie. Also wenn das bis zum 23. Oktober gehen sollte, das war doch wieder... Siehste, wusste ich doch. Finde die Schätze von Jamaika Plain. Ich wollte gerade sagen, wenn das bis zu dem Tag gehen sollte, dann müssten die da noch stehen, weil an dem Tag die Bomben gefallen sind und dann wurden die danach... Oh, da ist ein Safe. Und dann wurden die danach nämlich nicht weggeräumt. Und schon habe ich die Aufgabe bekommen, die Schätze zu finden. Also wird es die tatsächlich noch geben. Oh, da bin ich gespannt. Es gibt so viel zu tun. Verdammt nochmal. Einsteiger-Safe. Nein. Verdammt. Ich hatte gerade so schön mal 40 Haarklammern angespart, quasi. Ach, komm schon. Ja. Ja. Her damit. Fokusgeld. Ja, ja, wunderbar. Cool. So. Das war dieses Häuschen. Dann gucke ich direkt mal auf die Karte. Wo das denn mit diesen komischen Schätzen da... Wo ist das denn mit den Schätzen? Jamaika Plain. Finde die... Oh, was ist das hier? Ah ja, da unten. Ach Gott. Am Arsch der Welt. Volle Möhre am Arsch der Welt. So, jetzt gucken wir mal. Ach, guck mal, da oben kann man auch so rüber laufen. Dann schauen wir mal hier rein in das Gebäude. Hier waren wir ja schon mal kurz, um den Raider zu plündern. Na, komm schon. Kämpf dich durch. Nuka-Cola-Flaschen. Moment, liegt da unten? Ja, da unten liegt auch noch was. Nuka-Cola-Flasche. Noch eine. Na, Teller. Ja, das scheint hier ein Café oder irgendwas ähnliches gewesen zu sein. Hätte ich jetzt von außen eigentlich mal lesen können. Ob da irgendwas drauf stand. Außen an der Wand oder so. Wo ist denn der Preston schon wieder? Normalerweise setzt er sich doch dann hier irgendwo hin. Der rennt noch und sucht immer noch einen Weg nach unten, oder? Kann das sein? Manta-Man-Comic. Verbrannter Manta-Man-Comic. Ist das sowas wie, ist entweder wieder der gefährliche Manta-Rochen von SpongeBob oder halt der Aquaman in der Fallout-Welt oder so. Ach, wie hießen die Helden da? Blaubarschbube. Aber der andere. Sowieso Man und Blaubarschbube. In der Welt von SpongeBob. Oder hieß er da sogar Aquaman? Nee, Aquaman. Na, wie hieß er denn? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber der hatte irgendwie so einen lila Seestern im Gesicht. Ah, ich weiß es nicht mehr. Da war doch, hier ist doch irgendwas. Ach, Aluminiumdose. So. Einsteigerkoffer. Steigen wir mal ein in den Koffer. Wie so ein Schlangenmensch. Komplett rein. Na. Geschafft. Mhm. Rüstungsteile. Du trägst zu viel. Ich bin so überrascht. Ich bin so unglaublich überrascht. Das ist wirklich überraschend. Es trifft mich völlig unerwartet. Mein doofer Begleiter ist auch wieder irgendwo auf Abwägen, sodass ich ihm nicht mal irgendwas geben kann. Oh, da liegt sogar noch einer. Munitionskisten und eine Leiche. Ist ja wie Weihnachten. Boah, Fusionskerne! Waren da gerade 4 Fusionskerne drin? Ernsthaft?
Ernsthaft? Moment. Fusionskerne, Schrott, Munition. Tatsache, ich glaube schon. Ich hatte ja eben schon zwei. Und jetzt sind nochmal... vier dazugekommen. Krass. Vier Fusionskerne! Da! In der Munitionskiste! Krasse Sache das. Lohnt sich. Was? Moment, was war das? Achso, da liegt wieder ein Wirtschaftsmagazin. Da hat wohl jemand vor dem Einschlafen noch ein Wirtschaftsmagazin durchgeblättert. Oder halt verbrannt. Ja, ich glaube, das glaube ich eher. Bei Raidern hat wohl jemand vor dem Einschlafen noch ein Wirtschaftsmagazin verbrannt. Von den Dingern hier rumliegen. Die Leute in Cambridge müssen sehr belesen gewesen sein. Obwohl, hier war ja auch irgendwie ein College, ne? Das hieß doch irgendwie College Square hier vorne. Deshalb. Du bist tot? Du, der da so sitzt? Ja, ich glaube, der ist tot. Der ist hinüber. Nein, ich wollte mich nicht hinsetzen. Wir machen doch hier keine Pause. Ich bin nicht zum Pause machen hier. Hier geht's schon wieder nach unten. Ins Raider-Büro. Ja, ist gerade nicht so spannend, gebe ich zu. Weiß ich ja immer. Bin ich mir ja durchaus bewusst. Komm ich hier durch? Ja. Gebührenplan. Aha. Käfigrüstung. Ah, das ist eine Lady gewesen. Hallo, Puppe. Eine geschminkte Lady auch noch. Jo, nett. Frage ich mich natürlich, kann ich den Gebührenplan lesen? Ach nee, das ist dann Inventar und Diverses, oder? Kann das sein? Da, Gebührenplan. Lesen. Neue Wegezölle. 10 Kronkorken, Farmer, Kinder. 30 Kronkorken, Söldner. 50 Kronkorken, Händler. 80 Kronkorken, Wagen. 200 Kronkorken, Minutemen. Oh, ich glaube, die haben was gegen Minutemen. Nicht mit Gunnern oder den Freaks in Powerrüstung anlegen. Durchlassen, aber im Auge behalten. Sind bei Sichtkontakt erschießen. Ach, das sind die Dinger, die wir neulich gesehen haben bei dem Behemoth. Die sind... Das sind halt irgendwie so... Ja, Roboter. Oder, ja, vielleicht Androiden ohne Hülle. Also ohne menschliche Hülle. Oder sowas? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht so genau. Moment. Achso. Ach komm, gehe ich direkt da runter. Macht ja eigentlich keinen Unterschied. Und wieder überlastet. Es nervt. Und der komische Preston ist auch nicht am Start. Das nervt auch. Oh, ein Badezimmer. Zeitung in der Nähe vom Klo, das ist sehr gut. Falls es mal wieder länger dauert. Apropos länger dauern, ich gucke gerade auf den Timer und sehe, was sehen meine... Ich sehe mit meinen Äuglein, genauso wie das Spiel. Ich sehe mit meinen Äuglein, dass ich schon wieder... Lötlampe. Dass ich schon wieder überzogen habe. Ist ja wirklich furchtbar. Und was daran furchtbar ist, ist vor allem, dass es gerade so langweilig war. Jetzt hier die ganze Zeit. Aber wie gesagt, ich möchte ja alles genauestens untersuchen. Ich meine, ich könnte natürlich auch, wenn es euch lieber ist, könnte ich mich durch solche Orte einfach durchschießen, so wie wir es in der letzten Folge gemacht haben, und könnte dann alles selber absuchen und eventuell gegebenenfalls nur die Highlights zeigen, wenn ich denn ein Highlight finde. Aber ich glaube, dabei geht dann viel verloren.
Also zum einen weiß ich halt nicht, was für wen die Highlights sind und zum anderen können ja immer noch irgendwelche witzigen Sachen passieren. Oder überraschende Sachen oder so. Deswegen würde ich ungern diesen ganzen kompletten Teil auslassen, das Erkunden der Räumlichkeiten. Ja, könnt ihr mir ja mal Feedback geben, wie ihr das seht, weil, wie gesagt, es ist mir durchaus bewusst, dass jetzt so eine Folge wie hier gerade ziemlich unspannend ist. Oh, ganz viele Einkaufskörbe. Her damit. Ja, ist auch so ein kleiner Laden hier. Eigentlich bin ich auch gerade dabei, abzumoderieren und... Oh, ein Wandsafe. Und das Ganze hier stehen zu lassen bis zur nächsten Folge, aber irgendwie komme ich nicht so weit. Irgendwas lenkt mich dann doch immer wieder ab und erregt meine Aufmerksamkeit. Aber spätestens in der Ecke mit dem Wandsafe ist jetzt gleich Schluss. Ich sag's euch direkt. Irgendwo muss eine Grenze gezogen werden. Oh, da ist noch was. Sturmfeuerzeug. Und ich ziehe sie bei dem Wandsafe. Huh! War die scharf? Das war eine Mine, oder? Ich habe jetzt so schnell alles eingesammelt. Aber ich glaube, es war eine Mine. Oh, und hier war auch... Hier war übrigens auch eine Falle. Ach so, das war... Ah, wahrscheinlich... Wenn ich hier durchgegangen wäre, wäre die explodiert. Aber ich habe sie zum Glück vorher eingesammelt. Hahaha. Mehr Glück als Verstand. So, den verbesserten One-Safe versuchen wir noch zu knacken. Und dann ist aber Schluss. Dann ist aber echt Schluss. Dann habe ich ordentlich überzogen. Nein! So ein Mist. So ein Mist. Komm schon. Komm schon. Ja, das gibt's doch nicht. Irgendwo muss ich doch immer zumindest in die Nähe kommen. Ja, das sieht doch schon brauchbar aus. Nein! Das war doch nicht so brauchbar. Jetzt kriege ich das blöde Ding nicht auf. Na also, geht doch. Wie schön. Ist eigentlich immer dasselbe. Oh, Gamma-Patronen. Wofür brauche ich die denn? 4 Raketen. Cool. Schrotpatronen. Und eine Automatikpistole. Ja, perfekt. So, wenigstens das. Immer bricht mir eine Haarklammer ab und dann bei der nächsten schaffe ich es sofort auf Anhieb. Sehr kurios. Gut, das war's dann für diese Folge. Ich habe es euch gesagt. Hier ist Schluss in der Ecke mit dem One-Safe. Wir machen in der nächsten Folge weiter. An dieser Stelle. So ungefähr, so grob. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen in der heutigen Folge. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Auch wenn es gerade nicht so spannend ist, weil ich die Stadt untersuche. Aber man weiß ja nie, was hinter der nächsten Ecke lauert und wie es weitergeht. Von daher würde ich an eurer Stelle dabei bleiben. So viel möchte ich anmerken. Ja. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.